Wir, Chief Justice John, Mr. Washington und ich, haben uns primär nochmal Gedanken gemacht, was zu diesem katastrophalen Ergebnis in der Operation Shadowlands geführt hat. Dabei haben wir 4 Aspekte rausgearbeitet. Aspekt Nummer 1 war die mangelnde Vorbereitung. Der Einsatz wurde erst knapp 30 Minuten vorher besprochen und der Einsatzplan wurde auch dann erst per E-Mail verschickt. Das MD wurde nicht vollumfänglich und zu kurzfristig informiert. Es wurden kaum Infos über Vorgehen des AOD, also Gewaltbereitschaft, Schusswaffengebrauch etc. eingeholt. Der zweite Aspekt ist Stress und Angst. Team Red im Tresorraum war eine Stunde dort mit Waffe am Anschlag. Officer hatten den PIN für den Tresor nicht und wussten teilweise nicht, wohin sie sich zurückziehen sollten. Aspekt 3, mangelndes Vertrauen. In den ganzen Befragungen wurde deutlich, dass man der DOA, der DSU, das MD und anderen Officern misstraut. Lediglich ein Kreis von engsten Vertrauten wurde über den Plan informiert. Officer wurden angelogen bezüglich des Einsatzes in der Southside. Es wurden extra Personen ausgewählt. Dieser Kreis wurde sehr eng gehalten. Und der PIN nochmal hatten nur 2 Personen im Tresor. Mangelnde Konfliktbereitschaft. Officer fanden den Einsatzplan nicht gut, haben aber trotzdem keine oder kaum Kritik geäußert, als es notwendig war. Wir gehen davon aus, dass das auch teilweise mit der geschilderten Angstsituation hatte, dass man gekündigt wird, suspendiert wird oder ähnliches. Sind die Officer Garcia, Chibata, Taylor, Richmond und Hall anwesend? Das bin ich, ja, Sir. Bitte vortreten. Officer Garcia, Chibata, Taylor, Richmond, Hall. Bei Ihnen haben wir festgestellt, dass nach § 18 Absatz 2 CP die Verhältnismäßigkeit bei Ausübung unmittelbarer Zwang nicht gegeben war. Sie wurden durch die Einsatzleitung in die Situation gebracht, dass sie Gebrauch von einer Schusswaffe machen mussten. Daher sieht der Senat hier keine Tötung oder Körperverletzung im Sinne des Criminal Codes. Vielmehr haben die Officer im Team Red in Notwehr gehandelt. Gleichwohl hätten die Officer intervenieren können und eigentlich auch müssen. Der Senat hat sich daher mit der Frage auseinandergesetzt, was ist für die Officer innerhalb der kurzen Vorbereitungszeit tatsächlich möglich, den Einsatzplan zu hinterfragen. Am Ende kommt der Senat zu dem Entschluss, dass es bereits zu spät für eine Intervention war, als der eine oder andere Officer die Lage realisiert hatte. Der Senat vergibt folgende Strafe bei Ihnen allen. Degradierung um einen Rang plus $10,000 Strafe, die an das LSPD zu zahlen sind. Wofür sind die $10,000 gedacht? Die $10,000 sind dafür gedacht, dass für die Dauer der nächsten 20 Jahre die Grabanlagen der Opfer gepflegt werden. Sobald Sie die Summe gezahlt haben, können Sie Ihren Dienst wieder aufnehmen. Die Zahlung erfolgt bei Ihrem Fachvorgesetzten. Sie können wegtreten. Wiley und McKenzie. McKenzie ist weiterhin in Urlaub, nehme ich an. Korrekt. Mr. Wiley und Mr. McKenzie in Abwesenheit. Bei Ihnen haben wir einen Verstoß nach § 18 Absatz 2 COCP, Verhältnismäßigkeit bei Ausübung unmittelbarer Zwang, sowie die § 2 COCP Wahrheitsforschung, mangelnde Ausarbeitung des Einsatzplanes festgestellt. Sie waren bei der Einsatzplanung beteiligt und haben diesen, auch wenn mit geäußerten Bedenken, am Ende abgesegnet. Mr. Wiley, Sie haben sogar noch den Schießbefehl gegeben. Darum ergeht folgende Strafe: Degradierung um jeweils 2 Ränge plus $10,000 Strafe. Auch diese werden zur Grabpflege genutzt. Mr. Wiley, Sie können wegtreten. Mr. Steele. Schade, dass Sie gestern nicht da waren, Mr. Steele. Konnte sich leider zeitlich nicht einrichten. Passiert. Mr. Steele, bei Ihnen haben wir einen Verstoß nach § 15 COCP, der Sorgfaltspflicht und Verhältnismäßigkeit in Ermittlungsmaßnahmen, festgestellt.
Sie waren die Co-Einsatzleitung, waren jedoch in der Einsatzplanung aufgrund ihrer Abwesenheit am Wochenende nicht direkt beteiligt. Sie standen aber mit Harrison auf dem Dach zur Koordinierung und hatten bis zum Einsatz ebenfalls falsche Informationen. Was wir aber bedenklich finden, ist die Tatsache, dass sie das MD nicht rechtzeitig informiert haben und relevante Infos auf Veranlassung von Harrison verschwiegen haben. Diese Infos hätten teilweise sicherlich auch Menschen noch das Leben retten können. Aus diesem Grund erhalten sie eine Degradierung um einen Rang und $10,000 Strafe zur Grabpflege. Können wegtreten. Harrison? Mr. Harrison, der Senat sieht bei Ihnen Paragraph 18 Absatz 2 COCP die Verhältnismäßigkeit bei Ausübung mittelbaren Zwang sowie Paragraph 2 die Wahrheitsforschung, damit verbunden die mangelnde Aufarbeitung des Einsatzplans und Paragraph 15 COCP Sorgfaltspflicht und Verhältnismäßigkeit der Ermittlungsmaßnahmen als nicht gegeben an. Begründung. Sie waren die Einsatzleitung und Sie hatten somit die Hauptverantwortung für diesen Einsatz. Sie haben den Einsatzplan mit diversen fachlichen Fehlern, darunter die letale Schussfreigabe, erstellt. Sie haben andere Personen wegen fehlendem Vertrauen nicht mit einbezogen, obwohl diese den Einsatz hätten unterstützen können. Stichwort Doha etc. Nur engste Vertraute hatten komplette Einblick in ihren Plan. Officer erhielten teilweise erst 30 Minuten vor Einsatz Informationen, was, wo, wann passiert. Sie haben Officer bewusst angelogen bezüglich eines Fake-Einsatzes in der Southside. Sie haben entschieden, dass den PIN für den Tresorraum nur zwei Mitarbeitende erhalten. Das MD wurde zu spät informiert und auf ihre Veranlassung hin nicht vollumfänglich, weil man auch diesen misstraut. Und sie haben letztendlich einen Informanten mehr vertraut als den eigenen Mitarbeitenden. Vertrauen ist unverzichtbar in einem Police Department. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Kolleginnen und Kollegen zu vertrauen, die Ihnen Ihr Leben anvertrauen, dann läuft eine Menge schief. Verhältnismäßigkeit. Sie hatten den Befehl gegeben, einmal zu warnen und dann das Feuer freizugeben. Es lagen keine Informationen vor, dass der AOD gewaltbereit ist oder auch in der Vergangenheit war. Warum der Einsatz im Tresorraum erfolgen muss, hat sich uns bis heute nicht ergeben. Mr. Harrison, Sie erhalten folgende Strafe. Sie werden für 4 Wochen suspendiert. Die Zeit Ihrer bisherigen Suspendierung wird angerechnet. Sie werden um 2 Ränge degradiert und Sie zahlen $15,000 Strafe für die Grabpflege. Außerdem empfehlen wir Ihnen, Sie haben gestern von Ihrer sehr angespannten, teilweise posttraumatischen Situation beschrieben, eine Behandlung im MD. Sie können wegtreten. Zuletzt gibt es noch einen Hinweis an die Staatsanwaltschaft. Die Einschätzung zum Thema Notwehr in dem Tresor ist die Einschätzung des Senats. Sie sind in Ihren Ermittlungen natürlich frei. Damit schließe ich die Senatssitzung. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich werde auf jeden Fall Beschwerde einreichen, weil das... Diese Anwältin! Habe ich das gerade richtig verstanden, dass ja, da niemand gekündigt wurde? Ja, ich bin auch gerade... Ich bin mehr als sprachlos. Ja, raff ich jetzt auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe auch nicht, also nichts für ungut, aber wie konnte jetzt zum Beispiel ein Taylor nach seiner Aussage die gleiche Bestrafung wie ein Garcia kriegen, der extra in die Luft geschossen hat? Ja, aber es ist dessen geschuldet, dass sie ja alle in die gleiche Situation gezwungen sind und halt natürlich verschieden schwierig gehandelt haben, ja. Aber letzten Endes konnte ja niemand etwas für das, was da letzten Endes passiert ist. Also es geht in meinen Augen alles auf Harrison zurück. Die wurden in die Situation gezwungen.
und haben dann daraus agiert, was natürlich nicht schön ist, um Gottes Willen, ich werde es nicht beschönigen, ne? Bitte nicht falsch alles, verstehen. Jeder dieser V-Formationen konnte eigenständig denken und handeln. Also da jeder hätte dann Anspruch oder irgendwas sagen können. Was ja passiert ist teilweise. Ist ja okay, darum geht es ja gar nicht, aber Harrison wurde nicht entlassen. Ja, das kommt noch hinzu. Weil ich glaube, letztendlich können sie das ja im Polizeiintern, wenn sie es für richtig erhalten, selber entscheiden mit ja, aber das ist nicht so wirkungsvoll wie eine Senatssitzung. Ich verstehe. Gentlemen, meine Arbeit in der Bewertung der Analyse ist getan. Ich werde mich verabschieden. Das ist. Bis dann, Masters. Ja, auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Danke. Ebenso. Vor allen Dingen ist es für zukünftige Senatssitzungen auch einfach. Also ein Menschenleben ist jetzt also 10.000 Dollar wert, 2 Ringe und 4 Wochen Suspendierung. 15, wenn man der Chef ist, ja. Ja, 15. Also ist es nicht nachvollziehbar gerade für mich. Nein, das ist es nicht. Vielleicht kann Washington dazu gleich noch ein paar Worte verlieren, der das ja alles mitbekommen. Apropos, wo sind die hin? Die sind hier nochmal rein, glaube ich. Weiß ich, habe nicht drauf geachtet gerade, ich weiß es nicht. Na gut. Mal schauen. Also Taylor und Riley haben jetzt, also Taylor hat einen Rang verloren und 10.000 Dollar und Riley hat 2 Ringe verloren und 10.000 Dollar. Was man bei Riley bedenken muss, ja, man war vorher Under-Sheriff. Ja, der hat jetzt seine Position dadurch verloren. Das spielt doch keine Rolle. Sie kennen das doch im DSD, wie das läuft. Ja, es hat sich. Ja, ich weiß nicht. Der hat die Position wahrgenommen, was hat sich getan. Wieder haben. Okay. Wissen was hat. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Also die Debatte über die einzelnen Strafen da jetzt mal dahingestellt, aber 4 Wochen Suspendierung, 2 Ränge und 15.000 Dollar ist deutlich zu wenig. Ja. Also ich habe selbst schon an Senatssitzungen teilgenommen und das war bei damals der Situation rund um einen Sheriff, der mit Schrotflinten in den Rücken von Verdächtigen geschossen hat. Die sind nicht umgekommen. Da wurde nur ein Treffer gelandet. Nach Pumpkin Pike. Richtig, und der wurde entlassen. Der wurde entlassen. Echt, wurde er? Ja. Mit der Chance, sich wieder einzugliedern im PD. Hat er nicht gemacht. Das war's. Ja, doch, das war's. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Also. Ach du Scheiße. Sie können gleich nochmal mit dem Senat reden und nochmal in Erfahrung bringen. Warum, weshalb? Ja, gut, das Ding ist, der Zug ist abgefahren, ja. Ja, das ist er, aber vielleicht kann man drum halt darüber reden, um das irgendwo nachvollziehen zu können. Das sind jetzt also Taylor, Richmond, Garcia, wer war das noch? Hall. Giabatta. Giabatta. Hall. Riley. McKenzie fällt auch zu Riley drunter. Hier. Ja, Taylor, Richmond, Garcia, Hall, Giabatta. Ja, genau, Stil. Stil hatte ich schon separat. Achso. Um auf die Thematik von eben nochmal zurückzukommen, ich glaube, man sollte jetzt Weasel News erstmal nicht wirklich was sagen, weil das wird die Bevölkerung, glaube ich, dermaßen aufkochen lassen. Oh. Ja, gut. Oder man verpackt es so gut, dass es, angemessen ist. Ist ein Punkt, ja. Ich überlege gerade, wie man das am geschicktesten regeln kann. Das können sie nicht am geschicktesten regeln, das wird ein Clusterfuck. Aber es ist nicht ihre Aufgabe. Ist nicht ihre Aufgabe. Das ist krass. Ich hatte tatsächlich im gesamten Prozess immer den Eindruck, dass wir sehr viel oder dass auch von Price und Murphy sehr viel vorgebracht wurde, sehr viele Fragen gestellt wurden. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass es mindestens 2 erwischt. Und dann war ich mir nicht sicher, welche. Also Harrison war für mich klar. Taylor oder Riley. Hätte ich jetzt gedacht. Eher Riley. Ich hätte auch eher Riley eingeschätzt. Und bei Taylor war ich mir nicht sicher, weil da so viel Selbstverständnis bei der beruflichen Ausführung. Das war so selbstverständlich. Ich hatte den selbst. Das war vollkommen selbstverständlich. Ja. Ganz normaler Tag, ja? Deswegen war ich auch so schockiert, dass er dieselbe Strafe bekommen hat wie die anderen. Oder dass da halt nicht differenziert wurde zwischen denen. Ja, ich habe kurzzeitig gedacht, dass die Richter sich da vielleicht versprochen haben und gar nicht ihn nach vorne rufen wollten. Weiß ich nicht.
Puh. Oh, fuck. Scheiße. Vielleicht sollte man das Thema heute doch noch nicht ansprechen. Zumindest nicht, wenn da die Presse vor Ort sein sollte. Schwierig. Dass Frau Darko da, Beschwerde einlegen will, killt mich ja. Er will Beschwerde einlegen? Ja, ich meine, die Anwältin von Riley gerade. Ja, legen wir Beschwerde ein. Ja, soll sie. Ja, geht gar nicht bei dem Senat. Wollte gerade sagen, kann sie ja machen. Also, weil es nicht geht. Nervt mich. Das ist ja... Ich muss erst mal nach rauchen gehen. Ja. Das gibt's ja gar nicht hier. Was ist das denn? Also, ich, bin ich ein bisschen, weiß gerade nicht, was ich sagen soll, Chat. Ist ein bisschen schade. Hallo. Cortez? Hallo. Ja? Hallo. Ich sag mal hallo. 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 Ist gerade Pause? Wir sind fertig. Ach so, und? Ah, sehr schön. Was war das Ergebnis? Ich versuche es noch zu verarbeiten. Ist es gut oder ist es nicht gut? Klingt ja eher nicht so gut. Klingt eher nicht so gut. Ich kann Ihnen dazu keinen Kommentar geben. Okay, ich gehe mal reingucken. Mr. Lynch? Miss Cortez? Hi. Miss Cortez? Wir müssen immer beim Officer bleiben. Ja. Ja, klar. Ja, genau. Officer, dürfen wir noch kurz zu Ende rauchen, bevor wir reingehen? Ja, klar dürft ihr zu Ende rauchen. Kommt dann einfach nach. Nee, dann komme ich dann mal. Wie, traut ihr euch nicht alleine da rein? Hä? Jungs! Wenn es schlimmer gewesen wäre, wäre echt schwierig annehmen gewesen. Würdest? Oder mehr? Oder wir was? Fordern gar nichts, wir dürfen gar nichts fordern. Ach so. Wir sind bloß da, um die Fakten zu... Ah, hallo. Ah, hi. Wo stehst du jetzt? Jetzt weiß ich Bescheid. Ich melde mich im Funk, dann natürlich, sobald ich airborne bin. Und, ja. Weg. Einmal kurz. Die nächste Pflicht ruft. SU07. Alles klar. Danke. Ich muss los, ich muss eine Overwatch besetzen. Check. Nee, das Ding ist, wir haben nicht so viele Streifen draußen, Excel. Weil alle... Beistand an alle. Zumindest wurde es dann nicht kommuniziert. Die sind schon weg, ha? Wen genau meinen sie? Na, Chief Justice. Aus der Tasche. Ach. Und so. Okay, nö, ich hab's nicht hier rauskommen sehen. Ich denke mal, die sind hinten raus. Vielleicht sind die auch oben im Büro. Im Glaskasten. Glaube ich nicht, weil da unten stehen die Autos auch nicht mehr. Dann Vereidigung? Nee, es sind 22 Uhr, ne? Ja, ich bin sprachlos. Haben Sie übrigens mitbekommen, was, was Justman gerade sagte? Was denn? Er findet das Ergebnis natürlich sehr gut für seine Jungs und hat direkt gefragt, wann er denn die beiden Officer, die hochrangig waren, bei ihnen wieder, befördern darf, weil die Position, die sie haben, werden sie beibehalten. Streifendienstleitung und stellvertretende Streifendienstleitung. Okay, ihr Schweigen entsprechend entnehme ich, Sie haben es nicht mitbekommen. Ihr Augenlid ist ein bisschen am Zucken, glaube ich. Ich kenne die Antworten. Herr Lenz, sollen wir Sie mitnehmen zum PD? Okay. Egal. Hat sie schon ausgestellt.
Talent. Ha? Was ist? Ich brauche sie einmal kurz. Wofür? Auf den Meter, bitte. Hm? Also, Sie haben sich schon umgezogen. Sie haben schon Feierabend, oder wie? Ich verschwinde jetzt, ja. Sie verschwinden? Natürlich. Wohin? Mal zurück zum Commissioner. Okay. Ich brauche sie noch. Wofür? Für ein bisschen. Ich habe gerade einen Einsatz am Laufen, über den ich Sie nicht informiert habe, weil ich den Kreis bewusst ganz, ganz klein gehalten habe. Ich habe einen Informanten kennengelernt, zusammen im Beisein von Chief Justice John. Dieser Mann kann uns alles aufklären, was das Thema Kartell und Sonstiges betrifft. Der hat mir gerade einen geliefert. Wir haben gerade unten einen Tatverdächtigen gestellt mit einer Tasche voll mit 50 Tasern und 5 AK-47, die gerade übergeben werden sollten, um Seriennummern wegzuflexen von einer Person. Ich habe jegliche Officer, die da unten gerade stehen, auf höchster Alarmbereitschaft und die sind gerade da unten in diesem Einsatz und haben den Täter festgesetzt und ich habe jegliche Beschlüsse, die wir brauchen, um diesen Fall aufzuklären, von Denver John schon bestätigt bekommen. Wir haben einen Helikopter in der Luft, alles läuft. Haben Sie irgendwelche Fragen? Da ist übrigens derjenige mit der Glatze, ist übrigens der Herr, der der Mann ist, der die Seriennummern gerne wegflext. Ich muss ans Telefon gehen. Ja. Ja. Bringen Sie den erstmal oben, setzen den erstmal soweit fest. Ich spreche gleich mit dem. Nicht lange. Bringen Sie den in mein Büro, genau. Aber setzen Sie den da fest. Schließen Sie von außen ab. Aber ich komme gleich. Nicht lange. Sagen Sie dem 2 Minuten Maximum. Okay, warum haben Sie vorher nichts erzählt? Weil mir die Info zu brisant war, bin ich ganz ehrlich mit Ihnen. Okay. Das ist jemand, Carlos heißt der gute Mann. Der arbeitet mit denen, der hat mir Informationen in 5 Minuten gegeben, die dafür reichen würden, dass... Mr. Washington, Sie schaffen das schon. Arbeiten Sie mit den Leuten, denen Sie solche Informationen geben können, weil Sie denen vertrauen? Ich vertraue Ihnen auch, das soll jetzt das nicht heißen. Nee, das heißt das schon. Viel Erfolg. Hi. Ja. Guten Abend, Miss Mahoney hier. Was kann ich für Sie tun? Miss Mahoney, hallo. Verstehen Sie mich? Ja, durch. Ich hätte gerne mit Ihnen gesprochen. Sie sind doch beim Beasel News angestellt, ist das korrekt? Ja, tatsächlich. Ich habe einen Beitrag von Ihnen gelesen bezüglich, wo es um Augenzeugung Berichte gibt und Informationen zu dem Ereignis in der Staatsbank. Ja, genau. Würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Okay, gerne. Wollen Sie sich treffen? Wollen Sie es am Telefon erledigen? Wie wäre es Ihnen am liebsten? Wenn Sie ein Kamerateam haben. Mhm, habe ich.
und Zeit, dann kommen Sie gerne ins Mission Row PD. Okay, dann kommen wir sofort ins Mission Row PD, ja? Alles klar, ich danke Ihnen. Okay, danke, Will.